Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Granblue Relink. Was denn jetzt los? Sind hier schon überall wieder Fehlmeldungen? Was denn? Muss ich mal prüfen, weil irgendwie anscheinend wird es nicht funktionieren. Sich das morgen schon irgendwie so wie es scheint, funktioniert es aber. Hoppla, kein Sound, das ist schlecht. Mann. So. Also, wo waren wir hängen geblieben? Wir haben die Lyria gerettet und ja, der Reparateur Heini wurde entführt jetzt. Bedeutet, jetzt müssen wir weiter voran, um ihn retten zu gehen. Ich glaube, bevor ich jetzt was starte, teste ich das andere. Weil am Anfang gab es Probleme beim Spiel, um mit anderen Spielern zu spielen. Und ich möchte mal versuchen, so einen Boss im Multiplayer zu machen. Eine Quest, die ich hier zum Beispiel schon gemacht habe.
So, dann gehen wir mal in die Spielersuche. Mal schauen. Ist jetzt ja nicht gut hier. Oh je, wird langsam Zeit, einen neuen Stuhl. Wo? Oh. Morgen muss ich unbedingt mal neues Proviant und neues Getränk holen gehen. Keine Spieler mit diesen Kriterien gefunden, willst du es erneut versuchen? Abbruch. Dann eben nicht. Muss ich das extra abmelden oder? Ich glaube nicht. Nee. Also die Grand Cypher, ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon kaputt gemacht wurde. Die war nur am Anfang des Games mal ganz, dann wurde sie zerstört, dann hat sie mal eine kleine Flug unternommen, wurde wieder zerstört und dann wurde sie wieder zerstört. Da fliegt das olle Ding. Ich sehe schon wieder, dass die Steuerung absolut nicht sitzt. Dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe.
戻ってきたら返してやんねえとな。 Wenn du das liest, dann ist mir wahrscheinlich etwas zugestoßen. Lilith ist mächtig. Gelinde gesagt, wenn der Plan nicht perfekt ist, dann wird es nicht ohne Verlust abgehen. Aber falls Opfer gemacht werden müssen, möchte ich der Einzige sein, der den Kopf hinhält. Wenn das also geklärt ist, möchte ich mich auch noch entschuldigen. Die Wahrheit ist, dass ich Beppo benutzt habe. Ich konnte nicht gegen Lilith kämpfen, solange sie die Sekte befehligte. Ich brauchte meine eigene Figur. Als ich die Kampffertigkeiten von Beppo in Tempera sah, wusste ich, dass das Glück auf meiner Seite war. Und ich wusste auch, dass du den Kampf gegen Lilith weiterführen würdest, sollte ich scheitern. Die Zuneigung, die alle in der Crew füreinander empfinden, ist die Basis, die die Entschlossenheit von Beppo noch größer macht. Kein Übel kann euer Bann durchtrennen. Das ist mir jetzt noch bewusster als jemals zuvor. Es war falsch von mir, euch im Ungewissen zu lassen. Vor 600 Jahren habe ich versprochen, das Himmelsvolk zu beschützen, dass ich dich und deine Crew getroffen habe, war ein weiterer Beweis dafür, dass es richtig von mir war, mich auf die Seite des Himmels zu stellen. Während der letzten paar Tage mit euch zu reisen, hat teure, längst vergangene Erinnerungen in mir wachgerufen. Es war mir eine Ehre, mit euch allen Abenteuer zu erleben. Danke für alles. Von Herzen, Roland Volkers, Reparatur Heinz. Du hast einen Teil von Rolands Notizen gefunden, aber es gibt noch mehr Seiten. Unter Archiv in Lyrias Tagebuch kannst du lesen, was er geschrieben hat. Okay. Sehr schönes Wetter. Desaster jetzt.
なかなか拒絶されてる感じ。そう。いい感じだ。 Immer schön alle Ecken abprüfen. Ah, das ist ein Gegner. Ich weiß auch nicht, wieso man diese Krabben sammeln muss. Aber bei so einem roten Boden wird es schwierig, die zu sehen. ただじゃ通してくれねえってわけかい。増えたぞ。小さいがこれもアンラマン油。こっちは実体があるみたいです。攻撃できるかもしれません。何かに使えるかな。何だってんだ。 Sonst gibt's hier nichts. Oh, da sind Gegner. やはり攻撃が崩していない。アンダーマンの時と同じだわ。うわ、穴に飲み込まれた。さっきと同じ場所に見えるけど、何か様子が違うわ。ねえ、見てちょうだい。さっきの分隊が実体化しているわ。穴の中だと攻撃できるってやつか。やってみるとしようや。 ビッケーディストリーム。これでどうだ。だが真っ暗で進むのは難しそうです。もう一度は道を塞いでいたやつは消えてるぜ。これで先に進めそうだな。通常の空間から干渉できないなんて。あんな眉の門の力の一端なのかしらね。だがこの場は突破できた。 Dunkle Flüssigkeit. Naja, wenn die Flüssigkeit so schwarz ist, würde ich die nicht trinken. Ja, schon wieder.
Mensch, die machen Flashen Damage. でも、この感じはありえない。いい感じだ。何やら普通じゃねえようだな。決まっていくぞ。 Das sieht mir nach Kampfarena aus. Was sag ich?話は後だ。まずはこいつを倒す。
Oha. Nein! Mist. Mist. Ah, wird die Schritte noch vom letzten erwischt. Nein. Und Schluss damit. こっちは大丈夫だ。しかし。
Bye. Ich werde es so machen. Das wird die Schutzkiste. Geheime Schutzkiste. Ich bin nicht schnell genug, was soll das? Falle ich runter.
Mist. Ich hab jetzt wirklich schon so eine Scheißkiste gesackt. Ah, komm. Nee. Ja, kannst du wieder vergessen. Wenn dieses Scheißhäuschen da nicht stehen würde. Schon wieder verpasst. Jetzt war der Sprung richtig gut. Nee. Mensch, kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Dann kriege ich die anderen nicht. Wenn ich nochmal schlage, dann... Wieder ist nicht geschafft. Ich glaube, ich muss erst schlagen, wenn ich wirklich beim Stein bin. Und wir es nochmal. Der Sprung war jetzt richtig gut. Oh, okay, gut. Das war absolut wieder scheiße. Kann ich dieses scheiß Gebäude nicht kaputt beschlagen? Es ist so störend, das Ding. Ja, schon wieder. Ich
glaube, ich muss wirklich den Weg hier laufen. Anders ist es nicht zu schaffen. Ja. Ich hätte es jetzt geschafft, weil wäre der Sprung richtig gelungen. Und wieder verschissen. Und ich springe nicht. Die scheiß Kiste. Schon wieder Zeit verloren. Ja. Jetzt hätte ich es geschafft. Jetzt kein geiler Loot drin ist. Bosheitstrei. Weiß nicht, ob das jetzt den Aufwand gerechtfertigt hat. Da ist noch eine Schatztruhe. Noch was Blaues. Was? Die Teile heilen sich damit.
Eine Schatzkiste. Aber ich gehe zuerst noch hier. やるな。ありがとう。褒められちゃった。ここからさらに行くぞ。 Das sieht mir wieder nach Arena-Kampf aus. Mist, Mist. Mist. Ich sterbe. ください。僕は止まれない。オラオラオラ。お前らも気合い入れて。
Nein. Von den fast. Gott sei Dank. Neuer Erfolg freigeschaltet. Wäre Spoil schon wieder, weil ich weiß nicht, was für ein Gegner uns jetzt erwischen wird.
ist nicht genug Geld. Problem ist, es bringt mir nichts. Jetzt habe ich Geld. Jetzt könnte ich eventuell die Waffe leveln. Schon mit den Ausrüstungen, weil habe ich Angriffssiegel 3, weil die Dreier-Sachen bringen mir eigentlich mehr. Leben 3 habe ich.
dann gucke ich noch, ob ich der Schmiede die Siegeln verbessern kann. Da ist nichts mehr drin. Verbesserte Heilung, das könnte ich jemandem geben. Ich gebe dir verbesserte Heilung. Das und dafür gebe ich ihm noch so müsste es gut sein. Einmal sprechen. ヒールオール。
viel Leben hat der bitte? Sehr regeneriert zwischen uns. Ich meine, bringt nichts. Ich glaube, das bringt nicht viel, noch gegen den zu kämpfen. Problem ist, wir machen dem Schaden, aber der hat eine Fähigkeit, der kriegt sein Leben so schnell regeneriert. So schnell kriegen wir wieder sein Leben nicht runter. Ja, jetzt kommt der. Der gute Freund. Was? Ach. Thank you.
心するのはまだ早いです。来ますわよ。Ja, ich wusste es. Schon 30% ist runter. Das ist sehr gut. Einmal heilen. Mist. Übertreib's nicht. Muss reinhauen. Die Hälfte hatten wir. Runter.
Nee, das ist nicht gut. Ganz ehrlich. Mann, der hat sich richtig gut gewehrt. いよいよですね。
So, dann, liebe Leute, ich gehe jetzt noch eine rauchen und dann, glaube ich, kommen wir schon langsam an die Spitze. Dementsprechend, bis gleich, Leute.
So, dann geht's weiter. Ui. Oha, wir sind fast an der Spitze. Oha, ich sehe schon Hände. ここに至り同意を得られないならばぜひに及ばず、あなたたちには死の安らぎを授けることにしましょう。 Scheiße, das Ding macht Schaden. Astora
Mist. Ach du Scheiße, ach du es fast geschafft. Und tschüss.
Yo.
ここが正念場ですわよ。しっかりなさいませ。ルグラの思いに我らも答えよう。一発100万ルピーだろ。それがどうした。あいつらは命かけて戦ってんだよ。前段ぶちまけりゃいいんだよ。 信仰を植え付けるようになっていた。いつしかアリアスモンはあなたの平和集まりとなり、今では全がグランデを実行支配するに至っている。信仰の力の証明として人々の思いを利用し、己を神と唸らぶ存在に仕立て上げる。それがあなたの理想強権学かつての計画とはまるで程遠いものだ。強烈な自己愛はもはや星の世界にとっても脅威です。力が湧いてきた。絶対にスタルシアに渡らせるわけにはいかない。 Yeah.
Man, oh scheiße. Prozent haben wir schon. Yes.
空を犠牲にするなんて間違っていたんだ。きっとまだ間に合う。いいと。俺が何とかする。だから。ごめんなさい。ごめんなさい。 私と一緒に全てやり直しましょう。器に封じられし黒銀の翼よ、目覚めなさい。今こそ空を引き裂き、世界に破壊と再生をもたらせ。資源の竜、闇の炎の子。 Was? Noch ein Buskampf. Thank you.
Nee, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der die Gruppe verlassen hat. Ido war Ryūの's Gesicht und Kanata zu fliegen. のように空に響いた方向はまるで泣き叫んでいるかのようだった。たく理解が追いつかねえぜ。ようやくアンラマイユも倒して全部終わったと思ったのによ。本当、わけがわからないわ。どうしてイドがバハムートに？ ルリアを操るために使われた道具のこと、それが何か関係あるの？はい、リリスとバハムート、破壊と再生、全ては繋がっていたのでしょう。何だいそれ、どういうことだ。ずっと謎だったことがありません。 アンラマイユのことをよく知るリリスが、なぜ15年前軌道に失敗したのか。空のバハムートは強い星の力に反応し、その姿を表すとする説があります。それが正しかったのでは。ちょっと待って、話が見えないわ。15年前、 リリスはアンラマイユを召喚しました。その時同時にあのバハムートも顕現してしまったのでしょう。ただし皆さんの知るバハムートとは違う種です。仮にバハムートオルタと呼びましょうか。オルタはアンラマイユという想定外の強大な星の力に反応し、それを食らうために現れたのです。つまりリリス 突然現れたバハムートオルタに目的を喪失された。そう、だからウィリスは二度と邪魔されないよう井戸にオルタを封じ込めたのか。方針を使った。しかしよ、じゃあウィリスはなんで最後にそのオルタってやつを解放したんだ。この世界をぶっ壊すためか。あの時 リリスは井戸さんにこう言ってました。空を引き裂き、世界に破壊と再生を。オルタがもたらす破壊と再生により空の世界を生まれ変わらせること、それが彼女が残した救済の一部なのでしょう。いずれにせよ、これだけは確かです。このままオルタを放置すれば、この世界が破壊されるということは。なんだよそれ。 しかねえってことか。ねえ、井戸はどうなるの？まさかオルタごと倒せっていうの？井戸は見捨てない、絶対に。はい、あなたなら。
あいつには貸しが残ってるしな。逃がすわけにはいかねえよ。ですが、井戸君の意識が残っているかすらわからないんですよ。井戸はバハムートにだって負けない。そうだな、あんなにふてぶてしいやつだ、呼べば目を覚ますだろうよ。一度は私たちを任したやつだもん。呼んでダメならはっ倒してやりましょう。あいつなら大丈夫よ。まったく、そういえばそうでした。エフェールを救ってくれた時や、あの巨神エクスカリオンを沈めた時、そしてついにはアンラマインまで。皆さんはいつだって僕の想像を超えてきました、その絆の力で。わかりました。そんな皆さんも、皆さんの絆の強さを信じましょう。決まりだな。ウォルタに追いついて、井戸が目覚ますまでぶん殴ってやろうぜ。何かに使えるかも。Da dachte ich, ich hätte das Spiel fertig, dann geht's weiter in die nächste Runde. Aber eins muss man ihnen lassen: Die Kämpfe sind richtig gut inszeniert, machen auch richtig Spaß.Oha, neue Waffe. Angriffskraft 3. Ich mag sehr die Artworks.
das Charakter Design mag ich sehr. Man merkt einfach, dass ich mit Final Fantasy groß geworden bin. Schönes Design. Er ist einfach zu cool. Also, Charakter Design auch von den Bossen sehen auch richtig geil aus. Oha, ich kann wieder... Hier kann ich die Olle wieder reinnehmen. やったわ。
Okay. Stimmt, die muss ich noch auf 30 hochskalieren. Dann geht jetzt auf 35 hier. Ich habe das Falsche gelevelt. Ich wollte hier 35.世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく、井戸にだって届く。届けるために僕たちはここにいる。だから僕は僕たちは絶対に諦めない。グランサイファーは Nicht schon wieder das Schiff kaputt machen.
ちは、オルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせません。時間との戦いになります。すべての力を出し切る。勝ってください。これが正真正銘、最後の戦いだ。いっけバハムートオルタ、創生神をかたどった死銀の火、破壊と再生をもたらし、生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクルは、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。君はリリスの投稿の最大の被害者で、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕を呪うでしょう。星の民である僕に思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。Der hält wirklich so viel aus. Nein. Ich hätte mir denken können, dass der Kampf nicht einfach wird. Scheiße.
おいおいおいおい。心を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君もたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕、思いと絆の尊さを、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。So die Mucke ist richtig geil.Ich muss es hinbekommen. Wir haben diesmal geschafft.Hat ja ihm auch noch richtig viel Leben genommen.
偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。
ありました。オルタは核を失い別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。Mann. Ui, ui, ui. Du mal noch gehen? ご心配なく、すぐに戻ります。よかった、無事みたいです。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間。次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは。時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。
かって。この空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お母上の分も俺が。ああ、そう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ホルカへ。だな。してねって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド君とフォルカに向かって全速前進だ。あなたも私を助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域、そこで僕たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度繋いだ僕とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと僕たちを待ってくれているから。僕たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。Okay, so wie es aussieht, haben wir das Spiel durch. Also, wow.
Das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Grafisch richtig geiles Cell Shading. Sehr detailliert. Muss auch sagen, bis jetzt eines der besten im Anime-Stil. Vom Grafischen her. Also die Texturen hatten Tiefe, hatten nicht dieses typische Cell-Shading, so wie bei Zelda oder halt sehr polygonartig, wie jetzt wie bei den Sword Art Online-Spielen. Auch wenn Genshin Impact sehr detailreich ist, hat das nicht diese Tiefe, wie es jetzt hier im Spiel war. Ich glaube, das Spiel wurde auch mit der Engine 5 erstellt. Unreal Engine 5. Müsste ich aber nochmal prüfen. Aber richtig geil, die Story war richtig cool. Hat mich nur ein Punkt gestört, anderen von einer Rettung zur nächsten Rettung und dann wieder Rettung und wir hören das Spiel auf, dass eine Rettung noch Opfer entsteht. Aber sonst habe ich echt nichts zu bemängeln. Richtig gutes Spiel. Natürlich werden einige meckern, dass es nicht richtig Open World ist. Es ist so Dungeon Crawler mäßig, dass man halt nur in eine Richtung halt rennt oder nur ein Areal nur klärt. Aber muss es jedes Spiel ein Open World sein, ist die Frage. Und macht es so viel schlechter, wenn es nicht ein Open World ist? Ich denke nicht. Man umgeht auch viele Probleme beim Open World, weil Open World hat auch seine Tücken, die dann auf die Qualität vom Spiel aufschlägt. Also einmal okay, der Credits muss ich jetzt nicht ganz hören. Also, ich fand es jetzt nicht schlimm, dass es jetzt kein richtiges Open World ist. Neue Anpassungsoptionen verfügbar, neue Sticker und Charakterfarben erhalten. Farben können in den Charakterdetails geändert werden. Du hast die Möglichkeit freigeschaltet, dich in der Stadt zu bewegen, indem du LT drückst, um zu anderen Inseln zu fliegen. Ah, okay. Das ist cool. Gut, das heißt, ich kann einfach... das ist cool.
Oha, wir können natürlich die Kiste öffnen. Nächstes Level. Haben wir auch noch eine Quest abgeschlossen. Knops Quest abgeschlossen, haben wir die nächste. Gibt es noch eine Quest? Ich glaube, die Quests haben wir alle angenommen. So, dann speichern wir. Oh, Koop-Modus. Geil. Das Ding hat auch einen übelst geilen Design.
Schaden bringen immer 12 Versionen von den Liedern. Interessant. Erfahrungspunkt. Oha, Färbel 2 von denen. Aber von wem bekamen wir den Schlüssel? Schlüssel rein haben sie mit blauen Hand. Darauf steht möglich. Sie könnt ihr gut dienen. Okay. Es gibt aber noch nur für die Goldene, glaube ich. Ja, ich weiß, es gibt die Fähigkeit hier, Eruption. Aber ich mag die anderen Fähigkeiten. Ich hab die lieber. Stimmt, ich wollte eigentlich nur auf 35 gehen. Mist. Ein Kreis der Verbündete von allen Schwächen befreit und ihnen Reaktion gewährt. Die Fähigkeit ist natürlich was wert. Sehr schön. Wobei die Fähigkeit setze ich zwar ein.
Das finde ich geil. Das nehme ich definitiv rein. So, dann speichern wir, weil... Spiel speichern. Habe ich erst 23 Stunden in das Spiel gespielt, okay. Dann war mein Gefühl aber richtig, dass es ziemlich schnell voranging. Ja gut, ich denke, ich habe die Hauptteil fertig und jetzt noch mit den Nebenquests und alles fertig, so ungefähr vielleicht auf 40 Stunden kommen. Dann ist es eigentlich noch sehr okay. Aber... So wie bei Call of Duty. Call of Duty Stories sind sogar kürzer als das, aber sind meistens mal sehr geil inszeniert und sehr spannend. Und hier war es genauso. Das Spiel richtig gut, richtig spannend, wirklich empfehlenswert, es zu kaufen. Steuerung sehr leicht zu verstehen, auch wenn ich immer wieder es neu lernen musste, weil ich tausend andere Spiele gleichzeitig spiele. Aber... Es war definitiv kein Fehlkauf. Und man merkt es ja auch auf den Steam-Rezensionen und allgemein von den Online-Aktivitäten, dass das Spiel sehr gerne gespielt wird. Und berechtigt. Berechtigt, definitiv. Also, meine lieben Leute, für mich reicht es für heute. Morgen werden wir eventuell hier noch weiterspielen für etwas die Stories, also nicht Story, die Nebenquests zu machen. Und wenn wir Glück haben, dann okay, das ist sehr peinlich. Ich habe absolut den Faden verloren. Ich habe gesagt, wenn wir Glück haben... was wollte ich sagen da? Wie kam so ein Blitzgedanke jetzt? Einfach, der hat sich vorgedrängelt und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen, wenn wir Glück haben, bin ich morgen sogar etwas früher da. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das der Hauptindiz war, was ich sagen wollte. Wie auch immer. Ist nicht schlimm. Ich wünsche euch alle eine schöne Nacht und wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder.